Der FCA-Fanclub L-Blocker hat zur großen Straßenbahnfahrt quer durch Augsburg eingeladen. Und die zwei sind mit an Bord, Kayubi und Raoul Bobadilla. Für die Fans ist das ein echtes Highlight, für die Fußballer eine Premiere, zumindest für Bobadilla. Also ich finde das gut, endlich mal ganze Stadt fahren mit der Straßenbahn. Ich glaube, ich bin einmal mit Freunden gefahren, weil ich wollte auch mal, also mal probieren, weil ich schon noch nie mit Bahn gefahren. Da habe ich einen Kumpel gefragt, ja, kannst du mit mir also mal mit Straßenbahn fahren? Und er sagte ja, dann sind wir gefahren. Also der Weg war nicht so weit, aber trotzdem habe ich schon mal probiert. Und dann kann es auch schon losgehen. An Bord richtig gute Laune und man höre und staune auch eine Blaskapelle. Sehr zur Freude der beiden südamerikanischen Fußballprofis. Und deshalb probieren sich die beiden auch gleich mal als Dirigenten. Und das machen sie richtig gut. Für die Fans ist diese Fahrt auch eine schöne, entspannte Gelegenheit, die beiden FCA-Spieler besser kennenzulernen. Und alle sind begeistert. Es ist einfach super. Einfach mal die Leute auch von der Nähe zu erleben, ist einfach so, wie sie halt privat sind. Das ist super. Absolut klasse. Macht Spaß. Das ist klasse. Also, wie wir erfahren haben, dass es der Kayubi ist oder Kayubi ist und der Bobadilla, das ist halt euer Traum für uns. Ja? Weil, ja, das sind halt mit die Lokalhelden hier und von daher ist es klasse. Muss ich echt sagen, das sind richtig coole Jungs, überhaupt die ganzen FCAler, überhaupt die ganzen Jungs hier und das Gefühl ist richtig, richtig klasse und ja, macht echt Spaß. Jedes Jahr lässt sich der Fanclub eine andere Aktion mit Spielern einfallen. Bisher war das immer ein unvergessliches Erlebnis. Das war schon länger mal im Hinterkopf, Straßenbahnfahren mit dem Fanclub. Und anstatt mal ein Sommerfest oder ein Winterfest zu machen, und haben wir gesagt, verbinden wir das jetzt mit den Spielern. Ja, ich hoffe ja, dass die dann auch was mitnehmen und sagen, oh, die Stadt besteht aus mehr als Trainingsplatz und Stadion. Straßenbahnfahren macht hungrig, wie gut das an alles gedacht ist. Bei den leckeren Torten können Raoul Bobadilla und Kayubi kaum widerstehen. Diese Straßenbahnfahrt werden die beiden FCA-Spieler so bald wohl nicht vergessen. Den engen Kontakt zu den Fans finden sie auch richtig gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also jede Situation, die wir sehen jetzt gerade, ist, also wie wir mehr Zusammenhalt mit Fans und mit der Mannschaft, mit allen, also das, ich glaube, das ist viel einfacher für uns. Ja, und wir schauen mal, wie die Leute sich freuen, wir auch. Ja, das macht richtig Spaß. Rund 2 Stunden dauert die Fahrt. Für manch einen könnte sie gerne noch länger sein.